Der perfekte Fleischsalat, wie vom Metzger, Fleischer, Schlachter. So geht's in diesem Video. Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen. Heute machen wir, ihr habt's gesehen, den perfekten Fleischsalat. Wie vom Fleischer, Schlachter, Metzger. So viele Regionen in Deutschland. Wie heißt es bei euch? Metzger, Fleischer, Schlachter? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Würde mich interessieren. Was ist denn nun das große Geheimnis eines Fleischsalats? Das geheime Geheimnis. Ehrlich, eigentlich gibt es kein so richtig großes Geheimnis. Es gibt so zwei, drei Kniffe und damit wird es perfekt. Und die zeige ich jetzt. Für unseren Fleischsalat wie von Metzger. Vom Metzger, vom Fleischer, vom Schlachter, wie auch immer es bei euch heißt, brauchen wir, ja, erste Geheimnis von meinem Schlachter meines Vertrauens, Metzger meines Vertrauens, vom Jens. Eine gute Fleischwurst. Die ist natürlich vom Jens, also Jens Aris in Zetel, geholt und gewürfelt. Nicht in Streifen geschnitten, hat auch seinen Grund. Ich war nämlich extra bei meinem Freund und Fleischermeister, Metzgermeister, Gott, Schlachtermeister. Jetzt habe ich es aber schon so oft gesagt, ne? Egal. Ich war bei meinem Freund Jens Aris, der betreibt, oh, hier so 500 Meter von mir, noch so eine richtige Fleischerei. Also noch mit eigener Schlachtung und eigener Herstellung und, ah, mega. Da habe ich mir auch die Fleischwurst gekauft und den habe ich gefragt, Würfel oder Streifen? Und die Antwort war, keine Streifen, dann sieht es immer aus wie vom Supermarkt. Schöne, feine Würfel. Beziehungsweise, wenn man es zu Hause macht, gerne auch ein bisschen gröbere Würfel. Ja, und genauso gewürfelt hier die Gurken. Gurken, wie habe ich das denn ausgesprochen? Die Gewürzgurken. Hier quasi die hier. Ja, gleiches Format. Dann haben wir ein bisschen Petersilie. Wir haben hier Salz, wir haben hier Pfeffer, wir haben hier Zucker. Wir haben hier 350 Gramm Mayo. Nämlich genauso viel Mayo wie Fleischwurst. Auch so ein Geheimnis. Und Joghurt. Mein Geheimnis. Ja, und daraus machen wir uns den perfekten Fleischsalat. Zunächst habe ich hier die Mayonnaise, 350 Gramm und da kommen jetzt 100 Gramm Joghurt rein. Ihr könnt auch eine fertige Salatmayo nehmen, aber bitteschön, das machen wir doch selber. Ja? Außerdem bestimmen wir so, wie stark es nach Joghurt schmeckt. 100 Gramm zu 350 Gramm, passt perfekt. Ja, und dann umrühren. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Geheimnis. Aber ja, so ein großes Geheimnis ist es gar nicht. Andere nutzen Essig. Ich nutze Gurkenwasser. Einen ordentlichen Schuss, so 2 bis 3 Esslöffel. Ups. Und jetzt nochmal umrühren. Und dadurch machen wir das Ganze ein bisschen flüssiger. Hätte ich mir auch eine größere Kumme nehmen können hier, ne? Dann wäre es nicht so eine. Dann müsste ich es nicht so vorsichtig machen. Das habe ich so halbwegs unfallfrei hinbekommen. Da lösen wir jetzt einen Teelöffel Zucker drin auf. Beziehungsweise gebe ihn rein und rühren nochmal um. So, zur Seite. Ups. Hat keiner gesehen. Keiner gesehen hier. So. Nächste Krumme. Und da kommt jetzt rein unsere Fleischwurst. Wie erwähnt, nicht in Streifen geschnitten. Das ist immer der industrielle Fleischsalat. Oder hat schnell so einen Look vom industriellen Fleischsalat. Außerdem, ne, die Würfel passen viel besser aufs Brot. Lässt sich viel besser stapeln. So, die Gurken. Und zwar, wenn möglich, alle. Kurz verteilen, denn jetzt kommt da noch Salz ein bisschen rein, so 2, 3 ordentliche Prisen. Das ist dann insgesamt so ein halber Teelöffel Salz, Pfeffer. So, jo, und jetzt hier unsere Soße und dann schon mal umrühren. Ich habe erstmal so 3/4 reingetan. Dann gucken wir mal, wie das Verhältnis ist. Weil das kann nachher jeder für sich selbst bestimmen beim selbstgemachten Fleischsalat, wie flüssig der ist. So, ich bin jetzt schon zufrieden. Ich muss gar nicht alles nachkippen.
Wer das möchte, kein Problem. Und jetzt scheiden sich die Geister. Mit Petersilie oder ohne. Ich find's geil mit. Und deswegen, na komm schon. Etwas von meiner Tiefkühl-Petersilie hier rein. Und nochmal umrühren. Die fällt allerdings auch kaum auf. So, und fertig ist unser Fleischsalat. So richtig fertig noch nicht, weil eigentlich muss er jetzt am Übernacht im Kühlschrank. Ne? Dann wird er erst so richtig perfekt. Aber umfüllen tue ich ihn schon mal. Ah, und so isst man Fleischsalat. Ne? Auf einem schönen Brötchen noch ein bisschen Petersilie drauf. Hier umgefüllt in so eine Tupperdose. Deckel drauf. Ab im Kühlschrank. Gerade wenn ihr eine fertige Mayonnaise benutzt, hält sich das auch länger, als es übrig bleibt. Also es ist schneller leer, als es... ihr wisst, was ich meine. So, probieren. Hammer, oder? Das sieht richtig gut aus. Ja. Hier ist er nochmal, mein Fleischsalat. Jetzt nicht so spektakulär in der Schüssel. Umso geiler aber hier. Ne? Guckt euch das an. Warte, hier. Ah. Fleischsalat. Wie vom Schlachter, Metzger, Fleischer, Fleischsalat vom Fleischer. Was ist denn das für ein Wort? Aber so wird's was. Hammerergebnis. Ah, muss ich nur noch scharf stellen. So, Hammerergebnis. Und für so einen guten Fleischsalat lasse ich einige stehen. Mahlzeit. Ah. Mm. Und wenn man bedenkt, dass der morgen noch mal geiler schmeckt, boah, müsst ihr nachmachen. Einen dicken Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ein wohlwollender Kommentar in den Kommentar leisten und ein Abo auf Fleischsalat Ehrenbasis. Tschüss, Zauber, Marco vom Ehrlichen Essen. Moment mal, was ist denn, was haben wir da denn? Interessant für alle, die einen Laden haben. Ein Edeka, ein Rewe. Oder sonst irgendein Kaufmannsladen oder ein Grillladen. Ne? Warte, ich hole euch mal ran. Das ist nämlich der Aufsteller von Major Chicken. Ja, perfekt für deinen Kaufmannsladen, für deinen Grillladen. Also hier, schön zack, 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 1,10 Meter hoch, bleiben die Leute direkt vorstehen und können sich direkt Major Chicken runtergreifen. Einfach info@major-chicken.de anschreiben und ihr kriegt alle Informationen. So viel Zeit muss sein. Schön, dass du zugeschaut hast, das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.